glaube, ich habe jetzt schon eineinhalb Leben verloren hier auf dem Stockwerk. Ne? Das ist nicht so gut. So. Was gibt's denn da Schönes? Das sind 4 Shots, ne? 4 Shots. Das Buch ist im Prinzip auch nicht schlecht. So. Komm. Die satanische Bibel, weil gib mir. Gib mir! Ja. Glaube, mehr war nicht, ne? Nö, mehr war nicht. Wir haben vor allem auch schon einen Schlüssel fürs nächste Stockwerk, das ist wunderschön. Wusste übrigens gar nicht, dass die 4 Shots auch Damage abmachen, aber finde ich gut. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Oh Gott, hier sind Abgründe, und zwar doofe Abgründe. Was haben wir denn da Schönes? Tears Up, Squeezy! Oh yay! Squeezy ist gut. Was haben wir hier? Der Dead Bird. Doof ist natürlich, dass wir hier jetzt echt nicht sehen, was abgeht, ne? Das wird wahrscheinlich ein Stockwerk, wo ich mir einfach nichts kaufen werde. Weil, macht ja wenig Sinn. Es ist auch nichts im Angebot, von daher. Ja, gut. Ja. Ah. Nein, komm wieder zurück. Du nervst. Oh, oh. Okay, oben war gar kein. Ich dachte, oben wäre auch noch einer vielleicht, aber war da nicht. Du explodierst, ne? Da. Das ist nicht so schön. Natürlich, du explodierst auch. Das ist auch nicht so schön. Ich dachte gerade, ich hätte dich gefeiert. Habe ich aber scheinbar nicht. Da! Hilfe! Hilfe! Ah. Kannst du bitte auch noch drauf gehen? Oh Gott. Die können sich auch irgendwie nicht gegenseitig töten. Ne? Die können andere Gegner töten, aber sich nicht gegenseitig. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig. So, du warst klein. Du musst mal relativ dringend möglichst gut sterben, möglichst schnell. Ah, auch. Oh, ich sollte das Ding auch benutzen, wenn ich kann, ne? Däh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist alles nicht besonders toll. Kann ich den von vorne irgendwie... Aua, der schießt da durch den durch. Ich dachte, das prallt dann irgendwie an dem ab oder so. Das ist natürlich cool, wenn ich die viere, dann laufen die vor mir weg und dann kann ich den einfach so in den Rücken schießen. So ungefähr. Wie cool! Das war mir gar nicht bewusst, dass das so gut funktioniert. Tut's aber. Pam? Oh, ach so, das war's schon. Das ist ja schön. Dann mache ich trotzdem einfach weiter. Oh, du bist es. Oh, shit. Oh, wie gut. Wirft er mit einer Bombe nach mir und tötet einfach alle seine Ads. Sehr schön. Das ist auch tatsächlich ganz gut, dass... Oh, shit. Das ist ja tatsächlich ganz gut, dass der Bomben wirft, weil das... Aua, wie gemein. Er ist direkt vor mir aufgetaucht. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Wenn er gefiert ist, dann ist das gut. Wenn er nicht gefiert ist, dann springt er mich nämlich an. Da es hier relativ dunkel ist, sehe ich das auch nur sehr schlecht, leider. Ich glaube, diesmal war er gefehlt, das heißt, er ist wieder vor mir weggesprungen. Was passiert, wenn das zwischendurch abläuft? So. Weiter? Ich meine, ich werde natürlich jetzt... Na, ich werde da sowieso wahrscheinlich nichts Sinnvolles kriegen, weil ich das im Prinzip ja nicht nehmen kann. Weil ich ja nicht weiß, was es ist, ne? Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen sehr doof. Aua! Was war das? Hä? Da war doch gar nichts. Da ist eine Bombe rausgekommen. Hat mir die Bombe gerade Schaden gemacht? Wie blöd ist das denn? Au! Die Bombe macht mir Schaden? Das Berühren der Bombe macht mir Schaden. Das ist aber neu. Das ist aber was Neues. Und was nicht Gutes, wohlgemerkt. Ja, nee, für 3 sowieso nicht wahrscheinlich. Aber es hätte ja noch was anderes drin sein können. Von daher läuft. Ah. Hat eine Zeit lang total gut geprockt, das Auge, ne? Jetzt, aua, jetzt nicht mehr. Das war auch total dumm. Was ist denn gerade mit meinem Ausweichen los hier? Außer, dass es total gummelig ist. Diesmal muss ich mir wieder einen Schlüssel kaufen. Oh, guck mal. AP und Luck ab. Warum nicht? Nehme ich beides. Fancy. Fancy. Beides theoretisch sogar ist fancy. Die Volt ist auch gar nicht so schlecht. Weil die satanische Bibel
macht ja, da kann ich das theoretisch reinfressen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich nehme jetzt einfach das Ding mit, weil Speed und Range up ist auch nicht schlecht. Moment, Range down. Oh, never mind. Das ist schlecht. Jetzt bin ich ultra schnell, aber sonst nichts mehr. Na, egal. Egal. Ach, der ist auch irgendwie gummelig. Der Multidimensional Buddy, der hilft mir ungefähr gar nichts. Na gut, was will man machen? So, wir kriegen erstmal so ein Ding. Ey, wir sind echt zu schnell gerade. Okay, in dem Fall war das Schnellsein vielleicht gar nicht so schlecht. In dem Fall war das ganz gut. Oh Gott. Weiß nicht. Da! Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, welche das sind. Jetzt weiß ich's. Oder jetzt wusste ich's. Oh oh. Weiß auch bei dem nicht. Okay, ich wusste bei dem auch nicht, was das für eine Art von Fliege gerade war, weil ich's. Aua! Nicht gesehen habe. Das ist ja voll gemein, was die hier gerade mit mir machen die ganze Zeit. Mensch. Oh, oh, das ist einer, der in alle Richtungen schießt. Das ist, glaube ich, keiner, der in alle Richtungen schießt. Der ist nicht bloody genug dafür. Oh Gott, das sind aber viele von der Sorte. Feuer frei! Da! Töten wir die erstmal bitte ganz schnell. Oh, da ist noch einer von der Sorte. Das sind sogar noch zwei von der Sorte. Aber der eine ist ein... Oh Gott, der eine ist ein Champion. Ich dachte, der charge dann auch vor mir weg. Nö, tut er gar nicht. Im Gegensatz zu ungefähr allen anderen Gegnern tut er es nicht. Toll. Dankeschön. Na ja, komm. Oh, hallo. Hallo. Oh, oh. Können die sich gegenseitig umbraten? Es kann sein, dass die das hinkriegen irgendwie. Manchmal geht das nämlich. Manche Gegner können... Oh Gott, manche Gegner können das. Oh Gott. Oh Gott, was geht denn hier ab? Wenn das nicht so viele Ads wären, dann ginge das sogar. Aber Alter, sind das viele komische Ads. Das ist ja fürchterlich. Vor allem sind es diese hässlichen Ads, die die ganze Zeit so doof in der Pampa rumeiern. Okay, ich glaube, sie sind alle tot. Dann ist das jetzt... Dann gönnen die ja jetzt nichts mehr. Ja, komm. Oh. Natürlich. Natürlich kriegen wir Mom's Heart. Wäre ja langweilig, wenn nicht. Hilfe! Warum ist das so schnell? Ich habe das Gefühl, das ist schneller als sonst. Oh Gott, das ist übrigens auch ziemlich fies so. Und mit so meine ich halt... das nehmen wir mal. File Damage up. Klingt gut. Nehmen wir sofort. Sonst war hier nichts Sinnvolles mehr, ne? Nö, dann gehen wir mal. Nö! Ich bin echt zu schnell, das ist nicht gut. So treffe ich nichts und so kann ich auch schlecht ausweichen. Oh, guck mal. Leben. Schon wieder. Oh, es gibt sogar ein bisschen Range, das wusste ich gar nicht. Ein PhD. Erstmal nehmen wir natürlich den Schlüssel. Oh, ich weiß gerade schon wieder nicht, welche das ist, aber ich glaube, das ist eine gute. Ich glaube, die macht aber auch... Nee. Bin unsicher. Ja, komm, wir gucken erstmal in den Itemraum rein. Oh, die sind lustig. Die sind witzig. Vor allem. Yay! Weiß nicht, ob das hier irgendwie für. Alter, wie viel Reichweite habe ich denn? Das ist ja völlig krank. Also sehr cool, aber auch total krank. Ach komm, was soll der Geiz? Speed und Shot Speed up. Ja. Oh ja. Okay. Läuft. Wir gucken mal. Mal gucken, was abgeht. Mal gucken, was passiert. Whee! Blödfug! Whee! Das ist jetzt so ein, ne? Wenn ich nicht treffe, dann lol. Und wenn ich treffe, dann naja, whatever. Das ist so. Irgendwie ist das geil. Es wird schon irgendwie. Ist das geil! Das ist total cool! Überall sind Tränen! Oh Gott! Ah! Ich kann die nicht kontrolliert töten! Einfach alle. Oh, ich liebe das! Das ist ein geiles Item! Das ist vor allem hier ein total geiles Item. Ich sehe nicht, was abgeht. Ich schieße einfach ungefähr in die Richtung der Gegner. Oh, geil, ey. Judgment, ja, Schuhe.
Das ist aber ein blöder Judgment, den will ich aber eigentlich nicht. Kann ich nicht sprengen, dammit, jetzt steht er da so rum. La la la. Nur so ganz grob in die Richtung, das wird schon passen, das wird schon reichen. Oh, das ist nicht gut, vor allem weil das zwei von der Sorte sind. Die können auch, Alter, die können durch den Multidimensional Buddy dann ja auch mehrmals, also nicht mehrmals wahrscheinlich durchfliegen, aber so beim zweiten Durchgang funktioniert das wahrscheinlich auch. Das macht natürlich dann eine Menge Schaden, das ist ja voll geil. Yay. Was gibt's denn hier noch so? Oh, das ist nicht so schön. Also der eine davon ist vor allem sehr, sehr unschön. Der da gerade schon angefangen hat mit, zielsuchenden Schüssen zu schießen. Das ging jetzt aber schnell. Na gut. Der Cube of Meat könnte tatsächlich helfen, wa? Doch, ich glaube, das geht. Alter, werden die immer schneller? Ich fall um. Jetzt hab ich fast dem Kram gespendet. Aber das ist mir lieber. Du viel Stompy. Stomp. Das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt war eher, dass ich langsamer werde dadurch und deswegen. Ich krieg keine Bombe, ne? Hier gibt's, glaube ich, keine Bombe. Nö. Ich könnte noch einen Schuss. Ja. Ja, komm. Wir sind mal so. Gut. Schuhe. Noch einer mehr, der mit komischem Blödfug rumschießt. Das ist okay. Das läuft. Das machen wir. Das nehmen wir. Das ist kein Problem. Pam. Hui. Wenn ich mich nicht bewege, dann geht das alles noch, ne? Wenn ich mich bewege, dann wird das völlig, völlig crazy. Aber das könnte gegen den Ultra Greed ziemlich gut sein. Tatsächlich. Oh, guck mal, ein Halo. Den hätte ich tatsächlich ganz gerne. Stomp. Was ist das hier? Ja, natürlich. Das ist auch nicht schön. Das kriege ich so nicht auf. Ja. Gut, okay, den Halo müsste ich noch zusammenkriegen, denke ich. Das passt. Oh. Böse Viechers. Ganz böse Viechers. Irgendwo ist eine Art Boss, wollte ich sagen. Es ist sogar eine Art Boss irgendwo. Auf die eine oder andere Art und Weise. Das sind aber viele Geister. Hilfe, Alter, was machen die ganzen Geister denn hier? Hört mal auf damit. Vor allem kann ich gerade echt nicht kontrollieren, wo ich die Bomben und so hinschubse. Das ist natürlich sehr unangenehm. Ich sollte vielleicht auch vor allem das Buch nochmal benutzen. Oh, der könnte eine Menge Münzen dabei haben. Manchmal haben die das ja. Manchmal haben die das ja. Auch wenn es hier keine echten Bosse sind. Okay, hat er nicht. Sind alle tot? Nein, es sind glaube ich nicht alle tot gewesen. Sonst wäre es nicht so weitergegangen. Jetzt, das waren aber alle tot, glaube ich gerade. So. Ist das witzig. Okay, dann holen wir uns mal schnell noch den Typen hier. Das ist ein D1 da links, ne? Auch schön. Hallo Daddy Longlegs. Whee. Auch da ist wieder so, ne? Ich schubse sie in der Pampa rum. Wenn die mich treffen, dann kann ich da irgendwie wenig gegen tun. Ach komm. Das ist nicht, was ich erwartet hatte. Wo sind die ganzen komischen Dinger? Wo sind die ganzen komischen Viecher? Das finde ich deutlich weniger schlimm, wenn ich ehrlich bin. Als wenn da jetzt noch Viecher überall auf den Seiten gewesen wären. Ich meine, ich kann jetzt halt gerade, weil wenn die geviert sind, ungefähr überhaupt nicht abschätzen, wo die rauskommen. Aber das ist grundsätzlich kein Problem, was die jetzt hier gemacht haben. Nein? Oh, guck mal, ein Collar. Schuhe. Oh, das nicht. Das will ich nicht. Okay. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles kaufen? Nicht wirklich, was? Wenn ich mir das so hier angucke. Das ist aber traurig. Bei Würfeln ist auch irgendwie nicht mehr drin. Na gut. Ja, passt schon. So, dann müssen wir hiermit jetzt wohl den Ultra Greed machen, was? Wenn ich das richtig sehe, ist das der Plan. Das läuft, das läuft. Das kriegen wir hin. Komm, das ist kein großes Problem. Schaffen wir. Mit dem bekloppten... Aua. Mit dem bekloppten Kram, den wir hier haben gerade. Einfach überall Tränen hinschießen und hoffen, dass irgendwas stirbt mit der Zeit. Das passt ja wohl.
mal ganz davon abgesehen, dass wir immer stärker werden, je mehr wir getroffen werden. Dann passt das ja wohl erst recht, oder? Kann natürlich, weiß nicht, ob ich hier so, ja, so Dinger tatsächlich tot kriege, aber passt schon. Ist das durch? Ich schieße einfach irgendwo hin. Treffen tue ich den schon. In irgendeiner Art und Weise. Achso, ach, der wird ja auch einfach gefeiert. Ja, dann hau halt von mir ab. Du Nulpe, du. Ich glaube sogar so mache ich eine ganze Menge Schaden hier, ne? Wenn ich mir das so angucke. Okay, oh, das Ding ist aufgegangen. Das ist nicht so schön. Der ist immer noch gefühlt. Wie lange hält denn das? Achso, der ist wahrscheinlich wieder random von irgendwas getroffen worden. Und ich krieg das halt nicht mit, weil, ne? Er wird halt irgendwann mal bestimmt von irgendwas getroffen. Und ist dann gefeiert. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das überhaupt nicht passiert. Von daher, ich wurde noch kaum von irgendwas getroffen bisher, ne? Die zweite Phase könnte ein bisschen eklig werden, weil den zu treffen dann unter Umständen ein bisschen nervig werden könnte. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Vor allem, wenn er gefiert ist, dann weiß ich wieder nicht, wo er die ganze Zeit rumspringt. Und das nervt fürchterlich. Geht weg. Aua! Geht weg, wollte ich sagen. Oder habe ich gesagt? Müsste ich sagen? Ihr wisst schon. So. Ah. Aua, es fällt wieder. Aua, es fällt wieder alles auf mich drauf. Oh, cool. Ich habe mir gedacht, ich nehme das mal. Ich benutze das mal gerade. Für, ne? Dann liegt da irgendwas rum und dann sammelt er das nicht ein. Sind halt nicht besonders viele tolle Dings gewesen, aber. Also nicht besonders viele Herzen oder so, aber hey. Reicht schon, passt schon. Da. Da bin ich ja ganz, ganz, ganz knapp durchgewrungen, da, wa? Durch seinen Blödflug. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe außer einem tatsächlich alle kaputt gekriegt. Crazy. Das ist crazy. Das ist völlig crazy. Also weniger crazy ist es die Tatsache, dass hier. Okay, das funktioniert aber auch ziemlich gut. Nevermind. Ich glaube, den kriege ich problemlos tot jetzt. Ich habe noch so viel in der. Für die zweite Phase und ich habe so viel Reichweite, dass das alles kein großes Problem sein sollte. Der springt immer noch zu mir, auch wenn er gefiert ist. Das ist tatsächlich sogar gut. Das ist tatsächlich sogar gut. Es gäbe Gegner, wo ich das sehr nervig fände, wenn er es, wenn er es nicht tun würde. Das war übrigens, aua, das war übrigens dumm. Oh shit. Nein, meins. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo ich es nervig gefunden hätte. Aua, der holt sich die Münzen, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, aua, 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 aua. Ich werde zu viel getroffen. Oh oh. Oh oh. Der steht irgendwie so mittig, das tut er sonst nie. Ah! Okay. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, langsam wieder. Ich muss versuchen, den wieder in seinen Standard-Pattern zu kriegen. Dass er immer hier hin und her hüpft. Das Problem ist, ich komme gerade so überhaupt nicht durch. Also ich blicke gerade überhaupt nicht durch, weil überall komische Schüsse rumfliegen. Das ist... Oh Gott. Wow, das war close gerade. Und ich treffe ihn auch gerade irgendwie nicht. Ja. Aber er hätte mich da gerade fast getroffen. So, schnell die Münze einsammeln, bevor er sich überlegt, dass er die haben möchte, weil dann kommt er hier rüber geeiert und das will ich eigentlich nicht. Oh oh. Schup. Ne, immer versuchen, so die Münzen einzusammeln, dass er nicht da hinkommt oder ja, dass er die nicht haben möchte. Und nebenher die ganze Zeit auf möglichst weiter Reichweite schießen. Whee. Die Stem Cells. Okay. Keine Ahnung, was die tun oder was die machen, aber wir haben sie freigeschaltet. Und tatsächlich wieder einen weiteren Run geschafft. Hat wieder eine gute Stunde gedauert. Mehrere Versuche, vor allem durch den Anfang durchzukommen. Das ist immer das Schwierigste an den Greedia Runs. Tatsächlich durch den Anfang des Runs durchzukommen, weil die sind echt schwierig. Man muss halt irgendwie sinnvolle Sachen kriegen, damit man die Gegner schnell genug tötet und dann nicht völlig überrannt wird. Aber wenn das funktioniert hat, dann, wie man sieht,
keine so großen Probleme. Dann klappt auch der Rest des Runs. Okay, zählt das jetzt eigentlich schon wieder als Sieg? Habe ich jetzt wieder eine Winstreak? Weil minus 6 kommt mir irgendwie so böse vor. Gut, den anderen Run konnte ich ja in Anführungsstrichen auch gar nicht wirklich gewinnen. Gut, ich hätte natürlich noch theoretisch, wenn ich den Dingens geschafft hätte. Den Dingens, ihr wisst schon. Den anderen Run, dann wäre das kein Problem gewesen. Den vierten Victory Lab und dann in das Void oder so. Aber das war natürlich relativ utopisch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber ne, theoretisch kann man es ja versuchen. Theoretisch kann es ja funktionieren. Okay, die Stammzellen, keine Ahnung, was sie tun, aber wir gehen langsam auch auf einen 100% Completion zu, zumindest was die Runs alle angeht. Es geht langsam in die richtige Richtung auf jeden Fall schon mal. Gut, der eine kurze, ne, mit dem Rerun-Dings, das kleine Zwischenexperiment, sagen wir so, ausgestellt davon. War natürlich auch ein Achievement, grundsätzlich gehört das auch zu den 100% irgendwann dazu, aber ne, war trotzdem erstmal ein kleines Experiment. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.